Schon geht's wieder los. Wir wollen heute uns die Grundlagen für unsere Instrumente des Cockpits legen. Wir werden erstmal eine grundlegende Klasse erzeugen. Die macht noch nicht viel, aber die wird sozusagen die Elternklasse für jegliches Instrument sein, das wir platzieren. Und nachdem wir durchaus ein paar Instrumente kriegen werden, bauen wir uns hier ein eigenes Package. New Java Package. Das nennen wir HUD Elements. HUD Elements. Genau. So. Da packen wir auch gleich unser HUD Control rein. Das muss eigentlich dahin. Refactor. Genau. Dass wir alles zusammen haben. So. Die Klasse, die wir schreiben wollen, die soll für sämtliche Instrumente das Control darstellen. Also ist das Instrument Control. So, so soll das Ding heißen. Und das wird ein paar Sachen brauchen. Ein paar Argumente werden wir da brauchen, damit wir sauber mit dieser Methode oder mit dieser Klasse arbeiten können. Und zwar machen wir den Konstruktor Public Instrument Control. Und der kriegt jetzt ein paar Argumente, und zwar Node. Die GUI-Node wird das Element sein, wo wir die kompletten sichtbaren HUD-Elemente reinhängen. Das haben wir ja schon bei der HUD-Control gesehen. Dann Asset Manager, das brauchen wir, damit wir die einzelnen grafischen Elemente laden können. Und dann werden wir noch irgendeine Rasterung brauchen. Es ist so, das Programm soll ja bei verschiedenen Auflösungen funktionieren. Und diese Auflösungen können verschiedene Breite haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ein Instrument, sagen wir mal, 40 Pixel breit ist, weil wenn ich eine sehr hochauflösende Grafik habe, dann ist das Element vielleicht viel zu klein. Also definieren wir ein Raster und dieses Raster können wir dann festlegen in Prozent der Bildschirmbreite. Und alle Angaben machen wir dann nur noch in dieser Rastergröße. Das heißt, egal wie groß, wie fein meine Auflösung ist, wenn eine Rastergröße jetzt, keine Ahnung, 0,5% ein Rasterelement von meinem Bildschirmbreite ist, dann gilt das für alle Auflösungen. Und damit wir uns auskennen, machen wir immer, nennen wir dieses Raster Grid und geben jetzt unsere Position in Grid-Position ein. Also Float Instrument Left Grid POS. Ja, X wäre das. Also die linke Seite meines Instruments. Dann brauchen wir natürlich Float Instrument Lower Grid POS Y. Dann brauche ich natürlich noch die Rastergröße Float HUD Reference Size, nennen wir das mal. Und dann brauchen wir die Breite unseres Elements. Float Instrument Grid. Die Breite in Grid-Maßstab. Float Instrument Grid. Die Höhe unseres Elements. Dann brauchen wir noch die Höhe des Bildschirms. Das brauchen wir dann für eine ganz spezielle Situation, das werden wir dann nochmal drauf kommen, wenn wir von oben runter positionieren wollen. Also end screen height, also ohne Grid, das ist quasi ein Pixel. Dann im Zusammenhang daran Boolean measure from bottom. Das ist jetzt ein Element, wo ich sage, wenn ich das auf True setze, dann messe ich von oben runter. Dadurch kann ich Elemente direkt an den oberen Rand platzieren. Grundsätzlich, wenn ich die Y-Angabe mache, wird es von unten gemessen und wenn ich das Ding dann auf False setzen würde, würde ich auf von oben messen. Das werden wir dann auch nochmal in Aktion sehen. Und dann brauche ich noch einen Wert, wo ich diesen
Control nicht in der gleichen Frequenz ablaufen lasse wie die eigentlichen Updates meiner Grafik, weil ich da durchaus 10, 20 Mal die Sekunde reicht eigentlich vollkommen aus, um meine Instrumentenzeiger zu bewegen. Also geben wir noch eine Minimal Calculation Loop Time an. So, das wären jetzt die Parameter, die wir brauchen. Das sind die allgemeinen. Schauen wir noch, dass wir unsere Imports glatt ziehen. So. Und all diese Werte brauchen wir auch jetzt als Klassenvariablen, damit wir später das Klonen sauber hinkriegen. So. Machen wir hier ein jeweils ein Semikolon dran. Das geht so am einfachsten. So. Das sind alles Elemente, die vom Status her protected sind. Also protected, weil wir ja von den abgeleiteten Klassen drauf zugreifen wollen. Also müssen wir die als protected ansehen. So, GUI-Node ist null. Asset Manager ist auch null. Die ganzen Werte initialisieren wir jetzt einfach mal auf null, auf 0 bzw. die Objekte auf null. So. Gut, halt, Boolean vergessen, den machen wir auf true. So. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass die einzelnen Werte übernommen werden. Da brauchen wir jetzt keine Getter und Setter, das machen wir einfach so direkt. Also holen wir uns den ganzen Kram nochmal. Das brauchen wir. So. Umformatieren tun wir gleich. So. Gut, und dann übernehmen wir die Werte einfach 1:1. So, das ist ein bisschen mühsam jetzt, aber da müssen wir jetzt durch. So. Wie gesagt, der Hauptgrund, warum ich das mache, ist, wenn wir dann dieses Clone und Special machen, dass wir einfach den Konstruktor mit den lokalen Variablen übernehmen und uns nicht großmächtig um weitere Werte kümmern müssen. So, also jetzt haben wir die Werte übernommen und jetzt machen wir Folgendes, jetzt berechnen wir die einzelnen Werte, die wir brauchen. Als allererstes machen wir die Instrument Width. Wir haben momentan lediglich die Werte in der Grid-Ebene. Das heißt, für jeden dieser Grid-Werte brauche ich auch einen echten Wert. Detected Float. Und jetzt brauchen wir beispielsweise die Instrument Width, die tatsächliche Breite und die Höhe. Die werden wir jetzt berechnen, indem wir einfach sagen, this instrument width ist gleich this instrument grid width der in meinen Grid Werten mal this Hard Reference Size. Also, hier habe ich jetzt die Grid-Breite, also in Rastermaß. Also beispielsweise mein Instrument soll 40 Rasterpunkte groß werden. Multipliziere das mit dem Rastermaß in Pixel und bekomme dadurch meine tatsächliche echte Breite.
So, das mache ich jetzt gleich nochmal. This Instrument, halt, den habe ich den schon. Dun, dun, dun. Da ist er. Die Höhe habe ich schon. So. Instrument Grid Height mal der Hard Reference Size. So, jetzt habe ich die tatsächliche Höhe berechnet. Was dann noch hilft, damit ich es nicht bei den Positionierungen ständig neu berechnen muss, wir packen uns hier die Hälfte. Das ist einfach nur eine Convenience-Methode, wo ich sage, okay, oder Variable, wo ich einfach nur den, wo ist immer, with, den berechneten Wert vorlege. Wie gesagt, sonst müsste ich ihn immer wieder berechnen und das geht auf die Performance mit der Dauer, mit der Zeit. Wenn zu viele Werte ständig neu berechnet werden, ohne dass ich es machen muss, dann lege ich mir die Werte lieber hier mal zurecht. So, jetzt brauchen wir die Positionsinformationen. Das taufen wir jetzt Instrument Left Pos X. Und dann brauchen wir noch Lower Pos Y. Was wir dann noch brauchen, ist die, die Center-Position. Center braucht man immer wieder für Drehzeit, für sich drehende Zeiger beispielsweise. So, das brauchen wir auch. Wenn wir irgendwelche Rotationspunkte in die Mitte setzen wollen, das ist gut, wenn wir den, die Center-Position schon irgendwo in der Tasche haben. Also, wir werden jetzt this instrument instrument left, wo sind wir, left pos x ist gleich this instrument left grid pos x mal this hard reference size, genau wie bei der Höhen- und Breitenberechnung auch. Die Position gebe ich in der Grid-Position oder in Grid-Raster an und dann muss ich das natürlich mit der Rastergröße multiplizieren. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Position von oben berechnen. Da machen wir folgendes. If this measured from bottom, dann kann ich einfach sagen, this instrument lower pos y ist gleich this instrument lower grid pos y mal meine Rastergröße. Das ist relativ klar, wie beim anderen auch. Wenn ich aber von oben messe, da muss ich jetzt rechnen und sage this instrument lower pos y ist gleich, das ist die Bildschirmhöhe, minus Klammer auf, machen wir es hier, diesen Wert. Das heißt, ich rechne jetzt von oben und kann somit meine Angaben entsprechend auch von oben durchführen. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise die Instrument Lower Grid Pos Y mit der Höhe, beispielsweise ich habe jetzt mein Instrument mit Höhe von 40 Rasterpunkten angegeben, dann setze ich dieses Ding auf False, gebe die Position von oben somit an in Rasterhöhe, das heißt 40, das heißt, er würde es genau an den oberen Rand entsprechend hinkleben, das Instrument. Wenn wir dann, wenn wir die einzelnen Instrumente platzieren, auch nochmal au detail sehen. So, jetzt mache ich die, Center-Position. Also, this instrument center pos x ist gleich. Jetzt machen wir die linke Position.
plus this instrument half width. Das heißt, ich sage jetzt, die Centerposition ist die linke Seite plus die Hälfte meines, meines Instruments. Instrument Center Pos Y, machen wir das hier genauso. Instrument Lower Pos Y plus this Instrument Half Height. Also von unten die halbe Höhe nach oben und dann bin ich am Center. Gut, dann brauche ich noch für jedes Instrument eine zentrale Note. Diese zentrale Note ist dafür da, dass ich das gesamte Instrument ein- und ausschalten kann. Also ich kann es unsichtbar machen, indem ich einfach die zentrale Note weghänge. Das heißt, ich hänge die einzelnen Elemente meines Instruments nicht an die GUI-Note, sondern an die zentrale Note. Die nennen wir mal Central Instrument Note. Genau, und nur die Instrument Note hänge ich an die GUI Note. Das heißt, das ist der zentrale Knotenpunkt meines Instruments. Und das müssen wir natürlich auch erstmal erzeugen. This Central Instrument Note ist gleich New Note. Dann haben wir einen GUI Note übernommen. Genau, das haben wir auch alles gemacht. Dann sage ich jetzt This GUI Note Attached Child on this Central Instrument Node. Jetzt habe ich das Element reingehängt. Das heißt, sobald ich diesen Instrument Control aufrufe, diesen Konstruktor, werde ich diese in zentrale Instrument Node an die GUI Node dranhängen. So, jetzt kümmern wir uns mal um die erste wirkliche Funktionalität. Und zwar werden wir gucken, dass wir die Elemente anzeigen lassen und entsprechend verstecken lassen. Das heißt, ich baue mir mal eine kleine Methode, die heißt public void hide elements. Und die macht im Prinzip nichts anderes als this Central Instrument Node set colHint und das Ganze auf always. Dieser colHint ist nichts anderes wie ein Hinweis an die Rendering-Maschine zu sagen, soll ich das Rendering aussetzen oder nicht. Und wir sagen jetzt immer aussetzen. So. Was modst du hier? Ah. Oh, das schreibt man immerhin noch mit einem L. So. Das bedeutet jetzt, dass das Rendering ausgesetzt wird. Aber was wir eigentlich auch wollen, ist, dass wenn ich dieses Element nicht anzeige, dass wir auch nicht die einzelnen Berechnungen durchführen für das Positionieren der Zeiger etc. Ergo reicht es uns nicht aus, diese Klasse als normales Instrument Control zu machen, also als normale Klasse, sondern wir müssen hier einen Schritt weiter gehen und sagen, das ist bereits ein Control. Das heißt, ich muss hier ein Extends Abstract Control machen. So, das importieren wir jetzt. Und jetzt sagt er, jetzt bitte aber auch die einzelnen Methoden implementieren von dieser Abstract Control Klasse. Das wären die Control Render, hier sehen wir es, und die Update Methode. Aber das will ich an der Stelle noch nicht, das kann ich nämlich noch nicht. Ergo mache ich Folgendes: Ich sage, das ist eine Abstract Class. Das heißt, alleine kann die gar nicht leben, sondern die muss tatsächlich abgeleitet und dann erst instanziiert werden. Und somit können wir sozusagen hier auch an der Stelle die Funktionalität ausschalten. So, und das machen wir jetzt. Und zwar werden wir jetzt allererstes mal prüfen, if this is enabled. Also wenn das Ding enabled ist, nur dann macht es Sinn,
die zentralen Instrumentanzeigen zu verstecken, also nicht zu rendern, und den Enabled auf False setzen. Damit, wenn ich dieses Ding jetzt aufrufe, dann werden sämtliche Elemente versteckt und die Berechnung wird ausgesetzt. Jetzt mache ich das Gegenstück dazu, Show Elements. So, hier Cull Hint Inherit von den Parent, das heißt, immer wenn das Parent gezeichnet wird, dann soll dieser soll die zentrale Instrument Node auch gezeichnet werden und set enable entsprechend auf true. So, und jetzt machen wir noch so eine kleine Hilfsmethode, public void show elements mit einem Parameter boolean do show. If do show, dann werde ich Show Elements machen und else die Elements verstecken. So, jetzt haben wir uns Methoden geschrieben, mit denen ich sozusagen die Anzeigen und die Berechnung der einzelnen Instrumente ein- und ausschalten kann. Gut, da sind wir jetzt schon relativ weit gekommen. Als nächstes schreiben wir uns eine kleine Hilfsmethode, die uns ermöglicht, Grafiken zu positionieren. Und zwar, die braucht man immer wieder. Das Instrument ist ja eigentlich nichts anderes wie eine mehr oder weniger dynamische Anzeige von Grafiken. Also, das ist eine Methode, die brauche ich wirklich nur von den Kind-Elementen. Das soll mir ein Picture zurückgeben, quasi das, was ich dann in meine Node reinpacken kann. Create Instrument Element. Was brauche ich alles? String, ein Image Name zur Referenzierung innerhalb meiner JMonkey Engine. Dann brauche ich File Name. Welches File soll ich laden? Welche Breite soll das Ding haben? Welche Höhe? Dann wo das Ding x-mäßig positioniert wird in meinem Bildschirm, und was braucht man noch? Float Position y. Da. Das Ganze füllen wir jetzt mit Inhalt, also Picture New Element ist gleich New Picture. Und da packen wir jetzt gleich den Namen rein, Image Name. Wie gesagt, das ist eigentlich nur zur Referenzierung. Jetzt kümmern wir uns mal darum, dass der Picture auch kennt. So. Dann mein New Element brauchen wir jetzt. Hoppla. Set Image. Da haben wir den Asset Manager, den File Name, und wir wollen es angezeigt haben. Dann brauchen wir die Breite. Die Höhe. Set Local Translation brauchen wir noch. Und zwar Position X, Position Y, und in die Z-Richtung brauchen wir nichts. Und wir wollen unser Head-Up-Display zweidimensional halten und Return New Element. So, damit erzeuge ich mir jetzt einfach ein Instrument, also eine Grafik. Das werden dann später die Instrumentengrafiken sein. Und jetzt baue ich mir noch zwei Hilfsmethoden. Einmal Protected Create Instrument Element Absolute. Und zwar Image Name und String File Name. Das wird einfach eine Methode, hoppla, sein, die mir mein Element einfach absolut
platziert und absolut heißt, ich habe meinen zentralen Instrument Node, den da, den platziere ich jetzt irgendwo in meinem Bildschirm. Ich habe immer, wo habe ich das? So, hier habe ich es gefunden. Das ist jetzt mal dieses Bild, was wir als Instrument dann positionieren wollen. Die zentrale Node, also diese Central Node, die ist irgendwo links unten im Ursprung. Und die Positionierung erfolgt, indem ich sozusagen an die linke untere Ecke gehe. So, das ist quasi die Platzierung, die absolute Platzierung auf meinem Bildschirm. So, um das nun zu realisieren, mache ich einfach Return this create instrument element. Image Name übernehme ich, Instrument Width übernehme ich, dann halt genau Width und Height. Und jetzt mache ich die Position X und die Position ist nichts anderes wie this instrument left pos x and this instrument lower pos y. So, das sind einfach Breite vom Instrument und linke und untere Position. Gut, und dann machen wir noch einen zweiten. Gehen wir jetzt nochmal auf dieses Bild zurück. Und zwar werde ich für die Zeiger, also der Zeiger, der steckt ja hier so drin. Das kann man sich so vorstellen. Machen wir mal einen kleinen Zeiger. So. Weiß. So, das wäre jetzt ein Zeiger. Und dieser Zeiger muss sich ja hier rumdrehen. Also um diesen Ursprung. Und das mache ich der Gestalt, dass ich jetzt hier einen Drehpunkt definiere und den Zeiger genau auf diesen Drehpunkt setze. Es ist aber so, dass der Zeiger nichts anderes ist wie ein Bild. Das muss ich hier auch mal klar zu machen. Flupp. Mal das Ganze rot. Das ist das Bild des Zeigers. So. Das ist das Bild des Zeigers und dieses Bild des Zeigers muss sich um diesen Punkt drehen. Das heißt, ich montiere den Punkt genau in die Mitte von meinem Instrument und das Bild des Zeigers, wenn ich das auf den Instrumentpunkt setzen würde, würde es hier liegen. Das heißt, ich muss es um die halbe Instrumentenbreite nach links und die halbe Instrumentenbreite nach unten positionieren. Dann ist das Bild genau in der Mitte und wenn es sich jetzt um diesen Rotationspunkt dreht, dann wird das Bild sich, schauen wir mal, ob wir das hier hinkriegen, genau um diesen Rotationspunkt dann drehen. So wollen wir das auch machen. Das heißt, wir erzeugen uns jetzt eine weitere Methode. Detected Picture Create Instrument Element Relative Center. Das ist ziemlich umfangreich der Name, aber ich glaube, dann weiß jeder, was gemeint ist. String Image Name und String File Name. So, dann nehmen wir uns genau den Code wieder, den wir hier haben. Den müssen wir nämlich nur ein bisschen anpassen. Und zwar die Breite und die Höhe bleibt und ich mache das jetzt im Prinzip half, nee, Instrument half width und Instrument half height, aber nach links und nach unten. So. Das wären jetzt die wesentlichen Funktionen und jetzt schauen wir mal, dass wir uns das Ding in Aktion ansehen. Das heißt, ich baue mir jetzt mal eine Testklasse. Instrument Test
Und das Ganze machen wir Extends Instrument Control. Wir vererben sozusagen. Und jetzt implementieren wir die abstrakten Methoden. Control Update brauchen wir momentan nicht. Den machen wir auch nicht. So, als allererstes bauen wir uns den Konstruktor. Public Instrument Test. So. Und der muss erstmal genauso aussehen wie dieser Control. So. Hoppla. Die braucht man natürlich nicht, sondern geschweifte Klammer auf. So. Und jetzt sagen wir, wir rufen den Superkonstruktor auf und hängen dort die ganzen Werte rein. Das werden wir dann alles noch ein bisschen ordnen, ein bisschen hübsch machen. Ich werde auch ein paar Kommentare reinpacken und das dann hochladen. Aber fürs Video, glaube ich, ist es wichtiger, wenn ich die Kommentare hier mündlich rüberbringen. So, die Höhe. Screen Height brauchen wir. Measure from Bottom. So. Gut. Was haben wir hier? So, da habe ich einen Klammerfehler drin, vermutlich. Schauen wir nochmal. GUI Note. Note. Den habe ich vergessen. So, was muss der noch? Das ist der Klammerfehler. Da ist er. So. Also, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt hier den Konstruktor ganz normal aufgerufen und den Superkonstruktor aufgerufen. So, und die ganze Initialisierung tun wir in eine eigene Methode rein. Also, private void init test. So. Und hier machen wir jetzt eigentlich nicht viel, sondern wir sagen this central instrument node attach child. Und hier holen wir uns jetzt ein absolutes Instrument rein, also eine absolute Positionierung. So. Schauen wir mal, was haben wir da? Das nennen wir einfach mal Test erstmal. Und hier habe ich schon mal ein kleines Bildchen reingehängt. Ich habe einen Unterordner einfach hier reingezogen, Hard Elements, und dort ist dieses Bild, was wir schon gesehen haben. Und das referenziere ich jetzt einfach unter Textures HUD Elements, und das Ding heißt Alt Instrument für Alt für Altitude PNG. So. Gut, dann gehen wir jetzt noch in die Main-Methode rein. Wo sind wir? Main, hier ist er. Und ich glaube in init plane haben wir das drin. Genau, da haben wir schon die HUD Control. Da machen wir jetzt einfach folgendes. Private void init HUD und packen den Kram da rein. So. Und da können wir jetzt das Neue auch reintun. Init HUD. Simple Update. Nee. Nicht Simple Update. Simple
init up, da sind wir. Hoppla. Init HUD. Na, ist verloren gegangen, wo ist sie? Da ist er. Init HUD. So. Und dann sagen wir einfach this my plane plane node add control new instrument test. So, den kennt er nicht. Warum? Wir müssen den hier noch importieren. Instrument Test, weil wir diese HUD Control ja unter ein neues Package reingepackt haben. So, jetzt brauchen wir noch die Parameter, die klauen wir uns jetzt hier mal raus. Da sind sie. Das war kein Vergessen. So, GUI Node Asset Manager ist kein Problem. Instrument Left Grid POS. Ja, genau, den Grid POS müssen wir noch klar machen. Float, das Ding haben wir Hard Reference Size genannt. Und das machen wir jetzt mal. Teilen wir mal die Breite in 200 Teile auf. Also sagen wir Settings Get Width, das ist die Bildschirmbreite, durch 200 machen wir das Ganze als Float. Und jetzt sagen wir, ja, ungefähr auf 120 Grid-Elemente von links, von unten 20, hoppla. Dann die Grid-Weite, die Breite, machen wir 40 mal 40. Die Screen-Höhe brauchen wir später mal. Also Get-Width. Measure from button true und das ist für den Test jetzt auch nicht so wild, aber dann machen wir 0,2f. So, dann lassen wir das Ding mal laufen. Natürlich kein Fullscreen, sondern normal. So. Schauen wir mal. Und sieh da, da ist unser Bild. Und ja, damit können wir jetzt eigentlich ganz gut leben. Positionierung, das müsste einigermaßen passen. Das schauen wir mal, wir haben 200er Grid Size angegeben. Ja, das ist eigentlich wunderbar. Perfekt. Dann können wir dieses Video auch schon abschließen. Viel Spaß beim Nachbauen. Beim nächsten Video werde ich dann paar reale Elemente dann bauen. Also da werde ich ja vor allem mal mit dem Höhenmesser anfangen und dann schauen wir uns mal an, wie wir eben mit dieser Klasse, die wir da gerade gebaut haben, einen vernünftigen Höhenmesser hinkriegen. Ja, und bis dahin hoffe ich, dass es bei euch nicht allzu viele Probleme gibt.